Schlafen, jupp. Und dann hoffen wir mal, dass dieser braune Pixel wirklich irgendetwas war. Oh, ich habe was gehört. Räuber. Ja, diesmal werden wir da nicht einfach so den Computerkampf einschalten. Ich habe keine Lust, dass Talana wieder eins auf den Deckel bekommt. Wir machen einen Blitzdichtfind auf. Oh, es sind nur zwei Räuber. Okay, wir machen trotzdem einen Blitzdichtfind auf den da hinten. Warum sagt sie Fulmen? Ah, okay, geblendet. Sehr schön. Ich dachte schon, sie hat sich ein wenig umentschieden mit einem Zauber. Du läufst mal Richtung Räuber. Du hast nur drei Bewegungspunkte. Wie kommt denn das? Wir hatten doch eigentlich alles vorher zurecht sortiert. Du stellst dich mal neben die Elfe, um einen Acceleratus zu bekommen. Und du läufst mal mit deinen drei Bewegungspunkten, die du ebenfalls hast, Richtung Geogon. Zaubern, Bewegung, Acceleratus, das hatten wir gerade erst gesteigert, sehr schön. Tirik ist beschleunigt. Oh, und ein dritter. So, du läufst weiter Richtung Elfe. Talana sollte da entweder weggehen oder näher rangehen und mal den bösen Blick ausprobieren. Dafür sind wir bisher ja nicht zugekommen. Aber jetzt würde sich das anbieten, wo sie gerade eh so weit vorne steht. Also lauf mal dahin. Tirik, 9 Bewegungspunkte. Ja, du läufst da auch mal hin. Und für den Fall, dass Talana zu viel abbekommt. Und ein vierter Räuber. Das ist ja unerfreulich. Aber der ist schön nah an Kirugan dran. So, du sicherst, du kannst gar nicht zaubern, fällt mir gerade auf. Das ist gar nicht gut. Gegenstand wegwerfen. Sie wird wahrscheinlich zu viele Proviantpakete haben. Wir haben nur 3 Stück. Oh. Na gut, werf die 3-mal weg. In der Hoffnung, dass wir nächste Runde dann mehr Bewegungspunkte haben. Und du zauberst mal einen weiteren Blitzdichtfind auf den da hinten. Fulmen Tikeda! So, Quenden geht an den ran. Du hast immer noch keine Beschleunigung, also stellst du dich mal vor sie, damit da nichts passiert. Sichern. So, und Talana probiert jetzt mal den Horiphobus aus, nicht den bösen Blick. Horiphobus! Das klang übel. Aber ja, passt sehr gut zu Talana. Er ist verängstigt und flieht. Sehr schön. Du machst mal einen Schritt vor. Zaubern. Beherrschung. Horiphobus. Horiphobus! Er flieht nicht sofort. Vielleicht erst später. Du schießt jetzt einfach mal. Du hast genug Astralenergie verbraucht. Und zwar schießt du auf den bei Gwendolyn. Da der vor Talana ja wahrscheinlich fliehen wird. Du haust drauf. Tirik kommt da auch gleich noch ran. So, sie hat jetzt endlich wieder 5 Bewegungspunkte. Das ist sehr praktisch. Acceleratus auf Geogon. So. Und er kann sich auch endlich frei bewegen. Sehr schön. Sichern. Du gehst dahin. Haust dem in den Rücken. Für 25 Trefferpunkte. Wahnsinn. Gleich nochmal. Ah, okay. Du schießt wieder auf den. Also ja, Tiriks neu gewonnene Körperkraft scheint sich echt auszuzahlen. Also die, die über die letzten Stufen jetzt bekommen hat. Du kannst auf den schießen? Nein. Dann stell dich doch mal dahin. Und du lehnst dich einfach zurück und guckst zu, wie der Rest das schon packt. Hast ja deinen Teil getan, hast 2 Leute außer Gefecht gesetzt. Und das für nicht besonders viel Astralenergie. Aber es sind ja auch nur Räuber. Wenn es jetzt irgendwelche Elite-Truppen wären oder Priester oder Magier oder dergleichen, dann wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Und warum hast du keinen Bogen in der Hand? Wo ist Waffenwechseln? Da. Warum hast du einen Säbel in der Hand? Langbogen, bitteschön. So, du schießt auf den da unten.
Der oben hat schon genug Schaden von Tirith bekommen. Und kriegt jetzt gleich noch mehr Schaden. Nee. Kriegt jetzt gleich noch mehr Schaden. Ja, na so. Hat nicht geschrien und ist einfach zu einem Steinfuß verschmolzen. Okay. Alte Option. 10 Trefferpunkte, gute Sache. Du gehst mal in Richtung des unteren Banditen. Du lehnst dich zurück und du stürmst unten in Richtung zum anderen Banditen. Also, so gut er halt mit den kurzen Beinen stürmen kann. Egal, ob beschleunigt ist oder nicht. So, alte Option. Sehr schön. Alte Option. Und das war auch der Dieb. Schwert, Schwert, Kurzbogen und 4 Pfeile. So, bevor wir jetzt weiterlaufen, versuchen wir ganz schnell mit rechter Maustaste abzubrechen. Genau, Helden anschauen. Und sie ist wieder überladen. Gut, das Schwert kommt nicht zu Gerugon, nicht zu Tirith, nicht zu Yallen. Zu Gwendolyn kann's. Sie kann wahrscheinlich noch eins tragen. Die Pfeile. Ja, das passt soweit. Tirith ist immer noch überladen, aber nur mit 5 Punkten. Dann essen wir noch mal ein paar Einbeeren. Mit 4 Punkten, ja. Also es müssen noch 5 Beeren gegessen werden. Das kriegen wir hin. Auch wenn die jetzt alle nur 1 Punkt Heilung bekommen, oder was? Oh, sie ist ein wenig mehr angeschlagen. 2 noch. So, jetzt gucken wir mal, ob er direkt bei dem glatten Wert belastet ist oder bei... Ne, er braucht einen weniger. Okay. Also, stopp. Helden anschauen. Tirith. Tirith ist wieder bei 5. Yallen ist bei 5. Gwendolyn ist bei 5. Talana ist bei 7. Myrim ist bei 5. Und Gerugon ist immer noch überladen. Dann isst doch mal was. Und gib Tirith auch was ab. Und Gwendolyn auch was ab. Die Nahkämpfer brauchen immer ein wenig mehr Nahrung. Genau. Und schon bist du nicht mehr überladen. Sehr schön. Wir sollten dennoch demnächst in eine Stadt zurückkehren. Oh, 2 Portionen Wisselkraut. Wir wollen weiter marschieren, auch wenn wir schon langsam in das Gebirge reinkommen. Findet Wasser und jede Menge Kräuter. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Eine Gestalt tritt aus dem Dunkeln und kommt an das Lagerfeuer. Sehr schön. Hoffentlich hat er gute Geschichten für uns. Gegrüßt seid ihr in Travias Namen. Das Gesicht kennen wir doch. Es ist offensichtlich ein Jäger, der noch keine Beute gemacht hat. Na gut, dann geben wir ihm einen Platz. Und wir geben ihm was zu essen. Und er hat Informationen über ein paar umliegende Wege. Sehr schön. Die gucken wir uns doch gleich mal an. Oh, sehr viele Wege. Routenplanung. Wir könnten also einmal hier durch das ganze Gebirge durch. Bis zu dem Dorf oder Stadt. Ha. Das sieht ein wenig größer aus als diese Herbergen. Nicht besonders viel, aber wenigstens ein wenig. Und wir könnten von hier aus nach Südosten, also vielleicht da abkürzen. Das machen wir doch mal. Obwohl. Dann werde ich nie wissen, was der braune Punkt war. Komm, wir gehen zurück. Gehen von hier aus nach Nordwesten. Ja, gute Fortsetzung. Wir gehen nach Westen. Neue Strecke erkunden. Also ja, später sollten wir auf jeden Fall hier runtergehen. Ja, zum einen, um zu gucken, was für eine Stadt das ist. Und um hier nach der Binge zu suchen. Aber ich will jetzt wirklich wissen, was das da ist. Ob das einfach nur ein Fehler auf der Karte ist oder irgendwas, was einer unserer Helden noch in Erinnerung hatte, was hier sein soll. Ja. Bekannte Kreuzung, sehr gut. Gleich haben wir es wieder Abend. Also marschieren wir noch kurz weiter und schlagen dann unser Lager auf. Schlafen, jo. Keine Kräuter, hoffentlich kein Zwischenfall. Nö. So, jetzt geht's nach Westen und wir würden jetzt gerne demnächst nach Süden abbiegen. Aber schaut nicht so aus. Nicht, dass das wieder wie bei dem roten Punkt da oben ist, wo man dann total zickzack laufen muss, bis man da hinkommt. Aber warten wir erstmal ab.
Eine neue Abzweigung, sehr schön. Routenplanung. Wir würden gerne nach Süden. Können wir nicht. Nur nach Südwesten. Eine Ork-Patrouille. Viele Orks, aber es sind halt nur Orks. Kampf berechnen, ruhig Magie anwenden. Und diesmal kriegt nicht Mürrem auf den Deckel, sondern Yallen. Die Orks scheinen wirklich irgendwas gegen die Elfen zu haben. Entweder das, oder die Elfen stürmen einfach mal wieder in den Nahkampf. So, zwei Säbel, fünf Lukaten und Lagerplatz suchen, denn wir müssen ganz schnell Yallen versorgen. Eins, das reicht. So, du bist überladen. Das ist nicht gut. Das Tauschen. Das Essen. Alles immer schön wegessen. Und wir sollten jetzt einen Charakter aussuchen, der überladen sein soll. Obwohl, wir können es uns nicht aussuchen. Wenn sie einmal zu viel haben, können wir ihnen noch nicht mehr geben. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir geben jetzt alle Schwerter Gwendolyn und die wird unser Packesel. Aber das klappt nicht. So, du isst bitte auch alles auf. Aber wir haben schön viel Beute gemacht mit den Schwertern, Säbeln und Bögen, die wir gefunden haben. Dürfte gut was bei rumkommen. Und dann können wir uns auch die starken Zaubertränke wiederholen und die leichten Zaubertränke und noch ein paar Gulmornblätter. Oh, das wird schon passen. So, erstmal wieder schlafen. Ja. Wirselkräuter gefunden, sehr schön. Die brauchen wir ja immer. Und wenn wir jetzt diesen Tag keine Abzweigung nach Südosten finden, gehen wir... Ja, wohin gehen wir zurück? Entweder Tiefhusen oder diese komische Stadt da unten. Das müssen wir dann noch entscheiden. Routenplanung. Wir können nach Süden. Okay. Dann würde ich ganz gerne nach Osten abbiegen. Ah, will er noch nicht. Keine Kräuter. Auch nicht verwunderlich im Gebirge. Da sind die recht spärlich. So. Ihr entdeckt einen Luchs, der einige hundert Schritt vor euch auf der Lauer liegt. Von der anderen Seite allerdings nähert sich einige Bergziegen. Wollt ihr abwarten, bis das Raubtier Beute gemacht hat, oder weitergehen und euch und es auf einen Kampf ankommen lassen? Es ist nur ein Luchs. Wir lassen es auf einen Kampf ankommen. Der Luchs ist schlau genug zu wissen, dass er gegen euch keine Chance hat und verschwindet in ein paar Sätzen hinter dem nächsten Felsen. Ja, kluger Luchs. Mehr eine Abzweigung. Routenplanung. Wir können nicht nach Osten. Also hier ist anscheinend wirklich nichts gewesen. Das ist einfach nur eine Ansammlung von braunen Punkten und kein Zielmark wie der da. Aber gut, wir gehen dann nach Südosten, um auf die Straße zu kommen, um dann hoffentlich zu dem Dörfchen da hinten zu kommen. Besser gesagt, nicht Dörfchen, sondern Stadt. Denn ich will meine Sachen verkaufen können und nicht einfach nur in irgendeiner Herberge übernachten. Wir suchen mal einen Lagerplatz. Wir sind schon oft genug im Halbdunkeln durch ein Gebirge geirrt. Das muss nicht unbedingt sein. Und jemand ist während der Wache eingeschlafen. Werden wir geweckt? Nein. Ah, wir kommen nicht besonders gut voran. Das heißt, wir werden nochmal schlafen müssen, bevor wir auf die Straße stoßen. Zwei Gulmornblätter, schöne Sache. So, komm schon auf die Straße. Ja, guten Planung. Wir wollen nach Süden. Und wir wollen dann nach Osten. Wow, da ist eine sehr große Stadt. Unsere Helden sagen mir gerade, dass es Lowang ist. Also, ich gehe als Spieler davon aus, dass es Lowang ist und sage jetzt einfach mal, dass meine Helden wissen, was es ist. Denn sie dürften ja eigentlich wissen, wo die großen Städte liegen. Also gehen wir doch mal in die Richtung. Planung fortsetzen? Ja. Norden. Planung fortsetzen? Nein. Weiter marschieren. Und schlafen. Also ja, die Stadt sieht sehr groß aus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Lowang ist. Das soll ja die größte Stadt hier in der Nähe sein. Oh, und ein Reh. Das wollen wir nicht schießen, nein. Wir haben so schon genug Proviant. Schlafen? Jo. Und wenn es Lowang ist, dann werden wir da auf jeden Fall unsere Waffen loswerden können.
und auch wahrscheinlich Platten und Lederzeug für Tirik und Gerugon kaufen können. Ah, wir kommen aber sehr langsam voran hier. Marschieren wir doch mal ein wenig weiter. Wir hatten noch Reserven für unsere trockenen Kehlen. Oh, Wasser könnte wirklich ein Problem werden. Wenn hier keine Bergseen sind. Sollten wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt immer schlafen, darauf achten, ob Mürren Wasser findet oder nicht. Auch wenn wir da nicht wirklich viel gegen machen können. Aber das wäre echt nicht gut. Na gut, speichern wir erstmal ab. LP 030. Und wir sehen uns gleich wieder.